Ja, ey, Mr. Krabbenkuck, du Schnitt. Unser Beef geht in die zweite Runde. Du hast mich wegen einer verfickten Katja vergleichgedisst. Warte mal, du hast noch nicht mal die Sachen gekottert, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Eigentlich wollte ich dich so funny-mäßig dissen, aber jetzt reicht's mir. Erst bekomme ich mit, dass du mein Foto trip geschickt hast, dann noch, dass du die Lage von meinem Vater ihm gesagt und dann noch dazu fragst du ihn, ob er dir hilft. Ich habe dich ins Gang gebracht, ich habe dir ein Image gegeben, ich habe dich supportet und Texte geholfen und korrigiert. Und du Spast, lässt mich jetzt alleine mit dem Brief, den du eigentlich angefangen hast. Dieses Mal gehe ich auf alles ein, ich schwöre es dir. Mr. Krabbenkuck, das. Leute, das ist die größte Schnitt ever. Hier, pass auf, ich gehe zurück für ein Jahr. Ich frage dich, ob du Lust auf Rap hast. Du nimmst den gleichen Tag deinen ersten Track auf. Und zwar Straße, wo du meine Brüder schädlich gedischt hast. Aber darauf gehe ich nochmal genauer ein. In der zweiten Teil. Du denkst wirklich, es blieb ohne Antwort. Du hast es schon versucht, dich aus dem Beef zu ziehen. Obwohl du ihn angefangen hast, währenddessen warst du bei 1147 und ich wusste davon nichts. Du hast mich nicht nur in den Krieg ziehen lassen, sondern auch noch verraten begangen. Und du bist der Mr. Hundert-Hurensöhne, ich schwöre es dir. Dann habe ich gedacht, gut, dann gebe ich dir das Image von jemandem aus der Straße. Aber Dicky, wann warst du eigentlich mal auf der Straße? Du hast bei den Straßenschildern gedisst, hast du gedacht, es wird keine Antwort von ihm kommen, jetzt mal ehrlich. Du disst ihm, wo ich und er Brüder sind. Ich musste für dich meinen Kopf hinhalten und du Spaste bist dann ins 1147er Label gegangen, weil du gesagt hast, ja, ich müsste kein Brief erklärt. Du hast mehr Fotze als Katja und Sabine zusammen. Mr. Hundert-Hurensöhne, du bist einfach nur eine Ratte, die hin und her geht, wie sie will. Willst du mehr Schwänze nutzen als Eierchen? Ich steche jetzt 87 mal in dich rein, solange bist du Fotze verrätst. Ich mache aus dir ein elender Heuchler. Ich lasse Kugel auf dich Heuchler hageln. Man kann mir niemandem vertrauen, wurde mir da wieder unter die Augen gehalten. Du supportest niemanden, nicht mal deine eigenen Sachen. Wenn ich gewusst hätte, wie du sind, hätte ich dich abstechen lassen wie Abstecher. Ich hasse wie Sportbus und Bushido. Jeder, der dir Kuchen zum Daumen hoch gibt und sich mit dir trifft, ist genauso ein Bastard wie du. Und der mit dir abhält, ist ab jetzt mein Feind. Kannst du mir helfen, meine Boss zu dissen? Ich frage mich, wieso hast du keine Eier alleine? Das
hältst du jetzt eigentlich allein dabei, der Dibdebief, und ziehst dein Schwanz wieder mal ein. Du hast gedacht, wenn der Beef ist, dann vorbei, wenn du dich bei mir einschleifst und Trip schlecht redest, aber er hat mehr Ehre als du, Digga. Trip hat aus dir eine bessere Rapper gemacht und du, kurzer Geschicht geht ihm und er hat dir auch zu 100% geholfen, ein besser eigenermaßen guten Diss gegen mich zu schreiben, wie ich es bei dir schon oft machen musste. Digga, du bist so hinter Fotze, du gehst dann wieder zu mir und stehst jetzt neben Trip, der dir geholfen hat, noch einen besseren Distrack zu machen. Du hältst mich gegen Trip auf, obwohl der mir persönlich nie was getan hat. Wow, du bist die hinter Fotze, die Person auf der ganzen Welt und dann gehst du noch hin und lässt mich alleine, Digga, wenn ich den Beef mit Trip nicht geklärt hätte, würden wir uns immer noch wegen dir dissen. Wir haben uns ausgesprochen und dann haben wir gemerkt, dass du mich da 100 Wochen schöner. Ich habe dir die Texte geschrieben wie die Kin ohne Limit und mein Reich. Du wolltest Trip Killer dissen. Wir beide sind sowas wie dein Vater, anscheinend haben wir beide die gleiche Note gebankt. Ich gab dir deinen Namen, ich gab dir dein Image, Trip gab dir einen besseren Diss-Track, er gab dir auch den Besag, wie man textet. Aber anscheinend hast du es bei mir verlernt. Und wieso habe ich dein Text geschrieben und korrigiert? Digga, du wirst nichts ohne mich und Trip. Keine Wunder, dass wir das jetzt alle abstechen wollen. Du bist einfach nur ein Bastard, der denkt, er ist kein Bastard, aber ein Bastard wie dich kann nicht von sich reden, dass er kein Bastard ist. Wie war die Hurensohn-Analyse von Trip? Das ist nochmal die Krone oben drauf ist. Sehr lege dich und ich nehme deine Leiche und schmeiße sie in die Land. Dann kann deine Leiche ganz lange in und sehr bleiben. Ich hoffe, jeder dieser Zeitungen gehen in dein Herz wie Messerstich. Du bist gar nichts mehr wert, heute bist du nur ein Mist auf 100 Hurensöhne, Digga, du bist so hinter Fotze, dass selbst euer Kind denkt, was für eine Hurensohn, Digga. Du bist einfach nur ein Bastard, der eine Bastard ist, der ein kleiner Bastard ist, nur weil er ein Bastard ist, halt doch einfach deine Fresse. Wie war die Hurensohn-Analyse von Trip? Ich hoffe, du erholst dich nicht, denn es geht weiter und weiter, solange bist du am Boden bist. Junge, du bist schnell am Boden, das merkt man schnell, weil du Hurensohn wartest, hör leider auf der Antwort, doch dieses Mal wird deine Leiche zu Ende gebracht. Ich bräuchte dich eigentlich gar nicht zu testen, aber ich bin so groß wie dein Vater, aber deswegen tut mein Wort bei dir wie ein Messerstich, oder halt doch einfach bei der Fresse. Was machst du eigentlich noch hier? Also deswegen hast du ja deine Karriere beendet. Vielleicht ist es gut so, weil wenn Mr. Kappen kommt und so weiter, ich halte Mr. Kappen wirklich Mr. 100 Hurensohn, so gut seine Leiche, wenn ich ihn zerstöre, Digga, das ist einfach deine Fresse.
du besser seid, dich gar nicht wert, das ist ein Kuss und was dich geht und dich mache, aber du wirst sehen, ja, dass selbst dann alle deine Freunde gehen. Digga, was soll das eigentlich, wenn ich mit dir fertig bin, denkst du, dass du in einem anderen Universum bist und gesund lange tot bist, aber weißt du was, dein Leben wird jetzt zerstört, ich bretter wieder und bretter weiter, weil du einfach nur eine hinterhältige Fotze bist. Ich hoffe, dass dieser Distich mehr fällt als alles andere, was jetzt weiter von mir kommen wird. Ich werde dich so lange dissen, du bist so am Boden, liegst du im Holz. Unser Beef geht in die zweite Runde, du hast mich bitten, eine perfekte Katja, vielleicht geht es. Warte mal, du hast noch nicht mal die Sachen gefordert, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Eigentlich wollte ich das so funny-mäßig gedissen, aber jetzt reicht's mir. Erst bekomme ich mit, dass du mein Foto Twitch geschickt hast und dann noch, dass du die Lage von meinem Vater ihm hast. Und dann noch dazu fragst du ihn, ob er dir hilft. Ich habe dich ins Game gebracht. Ich hab dir eine Image gegeben, ich hab dich supportet, dich untätig geholfen und korrigiert. Und du Spaß lässt mich jetzt alleine mit dem Beef, das du eigentlich angefangen hast. Dieses Mal geh ich auf alles ein, ich schwöre es dir. Du denkst, dass ein Ghostwriter dir jetzt keine, dass wieder ein Ghostwriter dir Texte schreibt? Doch, Digga, was willst du eigentlich machen ohne Ghostwriter? Du kannst nichts ohne einen Ghostwriter oder ohne jemand, der deine Texte korrigiert. Du denkst wirklich ein... Du hast wirklich gedacht, ich lasse dich so gesund, aber Digga, dieses Mal schieße ich hart auf dich. Du wirst sehen, Digga. Du hast mich nicht nur in den Krieg ziehen lassen, sondern auch noch Verrate begangen und du bist der Mr. 100 Hurensohn, ich schwöre es dir. Mr. 100 Hurensohn, du hältst jetzt dein Maul, keiner will dich mehr hören. Ich schwöre, ich werde dich schnell beenden und das mache ich. Digga, halt doch einfach deine Fresse, was willst du machen? Ich bin sauber, ich bin loyal, ich mache alles für meine Freunde und du gehst einfach nur immer zu den Erstbesten, bis du alles über den Weg und ihn dann zu picken. Du bist genauso wie der Schlappe, der die Sud. Wenn man noch aussaugen kann. Digga, du bist einfach nur lächerlich. Ich glaube 87 Stiche sind noch zu wenig für dich. Ich glaube du brauchst 100 Stiche, du Fotze. Vielleicht 120 oder 500 Stiche oder sonst irgendwas. Aber Digga, das wird nicht wie Leben oder Tod, das kenne ich nicht mehr, oder Tag des jüngsten Gerichts oder irgendwelchen anderen Briefs. Doch das ist jetzt das deutsche wirkliche Leben ab. Ja, ich weiß, drüber sollte man nicht damit reinziehen, aber für dich Tupac ist das gerade noch ein Kompliment. Du weißt gar nicht, wer Tupac ist, du weißt gar nicht, wer jetzt auf Paradise oder so gewandt hat. Und du kennst dich überhaupt gar nicht mit dem Web aus. Du hörst Web schon seit 2017. Ich höre Web schon seit ich 9 bin.
Kollege Tripp hat mehr Ehre als du, und das schwöre ich dir. Er hat zumindest, bevor ich dich gesigned habe, gesagt, dass du schon bevor du zu ihm gegangen bist oder noch in meinem Label warst. Wieso sagst du das nicht? Wieso gehst du sagst du nicht einfach, ja, ich gehe in ein anderes Label, weil es besser ist? Und Digga, halt doch einfach deine Fresse. Du hättest mich gegen Trickkiller aufgeholt, der mir persönlich nie was getan hat. Du bist die hinterfragteste Person auf der ganzen Welt, und das. Und dann gehst du hin und her und denkst, du wärst unbestraft, doch Digga. Ich hab keinen Bock mehr drauf, diese Unperson zu lassen. Ist da und da drüben, Schöner, du hältst jetzt besser dein Maul, bevor ich dir die Kilometerstöße gebe, bis du am Boden liegst. Ich werde kein Kompliment hier geben, du bist einfach drin. Obwohl, mit der Tüche zu der könnte für dich wie ein Kompliment sein. Es ist vielleicht noch ein bisschen zu untergrieben, vielleicht passt mir was Besseres, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Also halt deine Fresse, du Pizza. Ich hab heute die Kasse, aber für nein, Digga. Ich bin der Manubus und erzähle dir das jetzt einfach mal so nebenbei, während ich einfach Lust drauf habe. Du gehst aus dem Label und lässt mich so ein paar Tage überlegen, ob du überhaupt noch in meinem Label bist, Digga. Dann frag ich dich, ob du in meinem Label bist, und auf einmal sagst du nein. Digga, ich verschiebe dich diesmal lasse ich dich, und diesmal lasse ich nicht zu, dass irgendwelche Leute denken, weil dabei sind, Bitch. Das ist die Grabrede von Mr. Carbon Coke. Digga, du bist einfach nur ein Blender wie die Roulette vom Zinnern. Du denkst, du bist der verkasselte Gänsterboss, aber nein, Digga, komm mir doch nicht so, Digga. Was willst du eigentlich? Ich mach dir, Digga. Du musst mir ansagen, Digga, jetzt zeig ich dir, was aus deiner Ansagen heute wird, Bitch. Das ist kein Distrack, nein, das ist eine Grabrede, Bitch. Ich sage dir jetzt, wie das läuft. Und zwar, ich schreibe dir deine Texte und du hältst einfach deine Fresse und denkst, du bist der Überklasse Gangsterboss. Aber nein, Digga, du schreibst dort nicht mal deine Texte für deine neue EP, Digga. Digga, das ist keine Grabrede, das ist kein Diss-Track, das ist keine Grabrede, sondern eine Fernsehstory. Digga, du bist einfach nur eine billige Kopie von der Kopie, der eine Kopie von Julian ist, Digga. Ich lasse dich mal nicht zu, dass irgendwelche Leute sich mit einmischen, denn es ist einfach das, was zu null Sieg wird, Digga, du denkst, du bist voll der neue Killer, aber du bist einfach nur ein Kunk von einem Album, das so gedroppt wurde. Du wurdest, du nanntest dich Mr. Carbon Coke, obwohl das Album von Sonny Carbon Coke Tag hieß. Digga, hör mich, das ist in dieser Ebene mit mir, Digga, ich zerschiebe dich nicht mal, und hör dich mal, lass es das nicht wegkommen. Zweiter Kapitel 14. Ich hol dich wieder ins Label und rette dich davor, dass du kein Beef mehr mit Trickkiller hast. Aber nein, was hier passiert dann am Ende? Trickkiller geht die ganze Zeit auf frisch und lässt dich da raus. Digga, ich frage mich bis heute noch, warum ihr mich mit eingemischt habt. Ja, ich habe dich in der Zeit gedisst und habe gedacht,
Du antwortest alleine, vor allem, weil ich das unser Beef war. Und dann mischst du dich irgendwelche Leute mit ein, die keine Ahnung von unserem Beef haben. Ja, okay. Ich habe das bei Trip Killer nicht auch gemacht, aber Dicker, ich habe das nur gemacht, weil ich schon Leute informiert habe über ihn. Was hast du gemacht, Dicker? Du hast mir bestimmt auch Sachen weitererzählt, wie über meinen Vater oder meine Mama. Dicker, du hast dafür gesorgt, dass Trip Killer geht in meine Familie. Dankeschön. Das war einfach kein lustiger Move von dir, Dicker. Du wirst einfach nur hier zerfetzt und das schwöre ich dir. Das ist kein Leben oder Tod, das ist keine Klötter oder so, das ist eine Stufe höher. Du willst einfach nur das machen, worauf du Lust hast. Aber gut, dann zeige ich dir, wie man das jetzt macht, Digga. Du denkst, du bist voll der heiße Podcast, du bist maximal nur ein Blender. Digga, wer hat dir wohl die Möglichkeiten gebracht, in das Weltgeschäft zu kommen, Digga? Das war ich und nicht irgendein Blender, Digga, der keine Ahnung hatte von der Weltgeschäft, Digga. Ich schreibe keine Texte mehr, ich freestyle jetzt. Ich habe kein Bock, dich irgendwelche Textversage für dich zu bringen. Ich freestyle lieber gegen dich, ich hab so viel Blut und ich werde es beweisen, dass ich so viel Blut habe. Du bist einfach nur ein Blender, der einfach keine Ahnung hat von nichts. Ich musste dir erklären, wie man einen gesamten Text schreibt. Und was machst du? Du lässt mich im Stich, während ich gerade im Beef bin und dein Arsch rettet, wie zum Beispiel das Trip-Killer deine Face-Zeiten will. Ja, okay, mach von mir aus, aber Digga, geh ich nicht mehr in mein Label, also mach was du willst, und halt mich da raus, du Pizza. Du bist einfach nur ein Blender und ich zeige es jetzt diesmal für die ganze Welt. Es reicht mir jetzt, dass irgendwelche Blender einen auf Hafen machen. Doch, diesmal ist Schluss damit. Kapitel 3. Du hast gedacht, es ist nach Paar Bars vorbei, aber nein, Digga, ich beende das jetzt und hör das nicht nur in diesen Bars, Digga. Ich zerlege dich und mache diesmal keinen Spaß, Digga. Du bist einfach nur der hinterhältige Fotze, wie von der Fotze von Katja rauskam. Digga, du bist einfach keine Webkarriere. Okay, dann mache ich das jetzt auf meine Art und ich zerlege dich nicht mal komplett, Digga. Ich lasse dich liegen, wenn ich will, aber du bist manchmal kein Kind auf der Straße. Du bist nicht mal Kind ohne Lippen. Digga, ich zeige es dich mal allen, dass ich mir gebe in meinen Text. Aber diesmal schreibe ich nicht und diesmal mache ich keinen Funny Track, sondern ich zerlege dich diesmal komplett, Digga. Du denkst, das war einfach schon alles und denkst dir so, ah fuck, er hat mich wieder mit Katja, was mache ich diesmal, hol ich mir wieder Hilfe? Nein, Digga, diesmal holst du dir keine Hilfe, du drehst das selber aus wie ein Mann und machst einen auf keinen Rapper, aber schreibst immer über Straße oder sonst irgendwas, du bist nicht mal ein Kind auf der Straße. Du lässt deine Fans im Stich und das siehst du heute davon, dass man niemals irgendwelche Fans im Stich lassen soll. Digga, du wirst heute einfach zerfetzt und das werde ich beweisen, Digga. Du musst einen auf Raten, aber du bist keiner. Du bist immer nur ein Blender, wie die Rolex von Zimmern.
Ja, das habe ich schon gebracht, aber diesmal hat einfach keiner mehr irgendetwas dazwischen und dann hält mich davon ab, der wieder Killer-Bier. Ich will Killer-Bier-Frühsteiner anzapfen weiterhin, aber mir ist das echt egal. Sieht's nicht mehr, geht nicht. Ich habe gehört, dabei nichts zu tun. Es war der Beef zwischen dir und Mr. Krabbenkopf und ich habe mich eingemischt. Und diesmal lasse ich mich da raus und halte mich da raus. Mach wie du denkst, aber halt mich einfach da raus. Du wolltest irgendwas mit dem Web und mich da Krabbenkopf geht. Dann zeige ich dir, wie man das macht. Digga, ich schreibe doch keine Text, du wer finde ich nicht, das ist vorbei. Digga, du bist kein besser Newcomer, das warst du vielleicht mal, wo du noch gewählt hast, aber diesmal wird dich keiner retten. Kapitel 4. Ich schicke meine Leute zu einem Ballermann-Treff zu, du bist der Krabbenkopf und dieser Leiter sagte, was wollt ihr jetzt von mir? Der hat Angst vor mir, wenn ich mal ernst werde. Okay, dann werde ich jetzt mal ernst. Was willst du jetzt machen, wenn ich mal richtig ernst werde? Und denke, du würdest so wegrennen und würde sagen, darf ich jetzt laufen? Digga, was für ein Geber laufen, Geber irgendwas kaufen in einen Scheißhaufen, Digga. Du bist kein Blätter, du bist nur ein kleiner Blätter, der auf dem Mond ist und deswegen irgendwelche Leute denken, dass irgendwelche Menschen auf dem Mond sind. Diesmal lasse ich dich kalt aussehen, Digga, du bist manchmal. Und ich lasse dich mal alles auf dich schießen, alle meine Patronen und alle meine Lines lege ich dich mal auf dich. Ja, ich wollte einfach eigentlich keine Leute mehr dessen, nur weil mein Vater ein Loch im Herz hat, aber diesmal geht das über meine Ehre und mein Stolz. Du gehst einfach aus dem Label und du denkst, dass dein unbestraft, du hast einen Vertrag unterschrieben. Digga, diesmal lasse ich keine Sachen darauf. Ich fliege nur, weil du irgendwelche Hintergründe wieder reinholst. Aber diesmal lasse ich alles auf dich schießen. Alle Sachen, die du in der Zeit gemacht hast. Alle Sachen, die du in der Zeit gemacht hast. Alle Sachen, was passiert ist, seit du am Rappen bist. Digga, ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße. Diesmal schieße ich scharf auf dich und du denkst, was redet der? Leute, ich mache diesmal keinen Spaß. Digga, ja, das stand und das ist ein Killerbus von dem Bus. Aber Digga, diesmal schieße ich scharf. Ich mache keine Distracts mehr nach diesen Dingen. Ich glaube, nach diesen Dingen hat schon alles gesagt, wer jetzt der König. Digga, ich schreibe weiter Texte selbst, ich schreibe alles selbst, Digga. Kapitel Nummer 5. Yo, ich hab auch
hat der Bock dafür, dass ihr mir Wetter hinter Männer geben könnt. Ich schieß nur bei den Unwetter, hat er für davon wussten, dass ich immer einen Sprachfehler habe, drin denke, wie ist das egal, oder Sprachstörung, was hält euch halt die Klischee über meine Stimme zu reden, ja okay, die Unwetter werden Unwetter erläutert, der Wetter die Einfachkeit in den Plan von Web haben. Früher war der Web noch dafür da, die irgendwelche Sachen zu erzählen und heute einfach nur noch Plätze. Sei es auf Amazon und auf Level oder Schmier. Fuck you, du Schnitz.